Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönak mit Caroline Kerry-Steinkrug an meiner Seite. Etwas lediert, die Nase ist wieder mal korrigiert worden, aber berichtigt super worden. Aus, oder? Ja. Unter dem Gips, kannst du es dir vorstellen? Aber kannst du jetzt bitte nicht sagen, dass die korrigiert wurde? Jetzt denken alle da draußen, ich hatte eine Schönheits-OP. Ach, war das keine Schönheits-OP? Nein, das war ein ganz gefährlicher, krasser Stuntunfall. So. Heute ist Murmeltiertag, stimmt das? Ja, nee. Nein? Nee. Hast du mir nicht gesagt, heute ist Murmeltiertag? Nein, heute ist Liebe dein Haustiertag. Ja, Murmeltiertag, das erinnert mich an den Tatort vom letzten Sonntag mit Ulrich Tukur, weil das war eine wahnsinnig tolle, ironische Variation auf Und täglich grüßt das Murmeltier, auf den Klassiker von damals. Mit Bill Murray. Und das wurde am Sonntag variiert beim Tatort und das war so witzig, so originell, so unterhaltsam, dass ich sagen muss, der Tatort am Sonntag hatte 5 Pönis verdient. Hast du den gesehen? Nee, da ist aber klar. Ich werde ihn mir angucken in der Mediathek. Heute ist Liebe dein Haustiertag. Aber wir lieben doch unsere Haustiere. Aber es muss heute schon extra Leckerchen geben, ne? Und extra Kuscheleinheit. Mein Gott, die sind doch schon so. Und eine Ode an deine Katzen. Ja, und an deinen kleinen Merlin. Ja. Wir haben in dieser Woche viel zu bereden. Wir haben nämlich im Kino 6 neue Filme und dann einen Heimkinofilm. Im Kino handelt es sich um folgende Filme: Der verlorene Sohn, Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik, Can You Ever Forgive Me, Mein Bester und Ich, das ist die Ami-Variation, das Ami-Remake von Ziemlich Beste Freunde, Der goldene Handschuh, über den es ja schon bei der Berlinale viel Aufregung gab, von Fatih Akin und Weiß, der zweite Mann. Und dann kommt noch im Heimkino nachher Gundermann. Bevor du anfängst, ja. Pöni, ich habe auch noch ein Highlight. Erzähl. Kit Harington kommt nach Berlin. Wer bitte? Kit Harington. Ist das ein Boxer? Das ist Jon Snow. Wieso ein Boxer? Hört sich nach Boxer an. Wieso? Boxer vom Rummelplatz. Boxer Kit Harington? Ja. Nein, das ist der Hauptdarsteller aus Game of Thrones. Was ist das? Dass du nicht guckst, ich krieg dich noch dazu. Eine Serie. Aha, und ist die interessant? Ja, die ist super interessant. Du liebst doch hier Peter Dinklage und ich sag dir die ganze Zeit, du musst das schon gucken. Naja, alleine aus, und das, weil wir identisch mit den Körpergrößen etwa sind. Und der kommt am 23. März Peter Dinklage? Nein, Kit Harington zur Walker Stalker Con. Ja, das nutzt mir doch nicht. Doch, aber das ist eine Pointe. Eine Po-Ente. Eine Po-Ente, die du nicht verstehst, weil du beide Serien nicht kennst. Nein, hör auf mit deinen Serien, aber wir werden demnächst, Dankeschön übrigens für die viele Post bei kontakt@pönak.de, wir werden demnächst mal anfangen, auch über Serien zu sprechen. Das heißt, du wirst anfangen, ich schaff's ja einfach nicht. Aber fangen wir mit dem Kino in dieser Woche an. Ja. Der erste Film heißt Der verlorene Sohn und der hat mich wütend gemacht. Der hat mich richtig wütend gemacht, weil ich habe gedacht, das ist eine Fiktion von vorvorgestern. Nein, er spielt heute in der Provinz in Amerika, wo ja der Glaube eine zentrale Rolle im Leben der Menschen spielt. Und da haben wir eine Familie, der Vater ist Autoverkäufer, gleichzeitig ist er Baptistenprediger, das ist eigentlich mehr als Autoverkäufer. Dann haben wir die Mutter, eine liberale Frau, Russell Crowe und Nicole Kidman spielen wir. Da haben wir einen jungen Mann, einen 19-jährigen Sohn, und der irgendwann zu seinen Eltern sagt, Leute, Eltern, ihr Lieben, ich glaube, ich bin homosexuell. Oh. Der Vater bricht völlig zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Du bist hier in der Provinz. Der Glaube ist eine einzige wichtige Sache. Der liebe Gott hat uns geschaffen, nicht für Homosexualität. Du musst das unbedingt korrigieren lassen. Du weichst von der Norm ab. Du gehörst nicht hierher, wenn du das nicht behandeln lässt. Der Junge lässt sich überreden, geht in ein Sanatorium. Da wird eine sogenannte, ich habe mir das aufgeschrieben, Reparativtherapie wird veranstaltet. Das heißt, mit ziemlich viel positiver Gewalt, Love-and-Action-Therapie heißt das, wird der Junge behandelt. Aber er rebelliert, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich in dieser Anstalt aufhalten, die das mit sich gefallen lassen. Das ist ein Film, der einen wütend macht, der davon spricht, dass Homosexualität eine Sünde ist, die korrigiert werden muss, dass Kinder so nicht aufwachsen sollen. Und der also ziemlich üble Gedanken hat. Von wegen, Religion ist doch eigentlich eine humane Sache. Das heißt, wenn jemand Religion aufnimmt, dann ist er doch ein Humanist und kein Vorgesetzter und kein Diktator und kein Regulator. Also dieser Gedankennotstand, der durch Religion übertragen werden soll hier, der ist doch unnütz, der ist doch Unfug, der ist doch gemein, der ist doch einfach Ausbeutung, Bevormundung. Und der Film spielt eben in diesen Tagen und in der Provinz in Amerika. Und das ist für mich schockierend, wenngleich auch am Ende sehr human und humanistisch auslaufend der Film. 3,5 Pünis kriegt er, der verlorene Sohn. Aber alleine dieses Thema, dass das wirklich so ist, das ist keine Fiktion, dass man Leute heute wegen ihrer Homosexualität anklagt, behandeln lässt und möglicherweise umpolen möchte. Das ist ja widerlich, das ist ja fürchterlich. Was soll denn das? Aber da muss ich dir was sagen, das ist gar nicht so weit weg von uns. Ich habe ja mal im Musical-Theater gearbeitet und da hat man natürlich viele homosexuelle Kollegen, die ich auch alle sehr schätze. Und einer davon kam aus Österreich und war also homosexuell und seine Tante ist zum Arzt und hat ihm ein Rezept für Pillen besorgt gegen Homosexualität. Pillen? Ja, ich weiß auch nicht, was der Arzt dort verschrieben hatte, aber das war wirklich schockierend.
die kamen mit diesen Pillen um die Ecke und gesagt, hier, nimm mal, dann geht's dir besser. Also du siehst, das dieser Film ist aktuell und ist gar also nicht so weit weg. Dogma. In der Hauptrolle übrigens, der den Jungen spielt, Lucas Hedges. Kennst du den noch? Der war neulich natürlich in Ben is Back. Auch neben Nicole Kidman war der Ausbrecherjunge, der nach Hause kam fürs Wochenende, sehr schwer drogenabhängig war. Und natürlich wieder in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. War auch grandios. Lucas Hedges, also der wird immer mehr im Mittelpunkt finden. Merken wir uns diesen Namen, Lucas Hedges, der spielt den jungen Mann. Und Russell Crowe, Nicole Kidman haben für das Garantiegeld mitgespielt, weil sie dem Regisseur, auch in Australien, Joel Edgerton, einen Gefallen tun wollte. Also ich fand den Film ziemlich schockierend und jeden menschliche Würde beleidigend, kritisch angehend natürlich. Und 3,5 Pönis, der aber verlorene Sohn. Auch ein bisschen überraschend, dass Nicole Kidman und Russell Crowe mal wirklich in so einem ernsten, also in so einem Nicht-Blockbuster, weißt du, was ich meine, in ja, so einem kleinen, speziellen Film mitspielen, das ist schön. Das zeigen Stars in Amerika. Wenn sie Talente entdecken, an die sie glauben, gehen sie für den Mindestlohn an den Set, sie müssen ja etwas nehmen, und arbeiten dort idealistisch. Und das ist eben im amerikanischen Film oftmals möglich. Das haben wir bei Woody Allen ständig, da stehen sie ja Schlange, um bei ihm mitspielen zu dürfen. Aber hier, das war hier wirklich ein Freundschaftsdienst, und ich finde, er hat sich mit 3,5 Pönis gelohnt. Du auch? Stehst du auch bei Woody Allen an? Nein, er ruft bei mir ständig an, aber ich bin schwer zu kriegen. Verstehe ich. Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Du hast mir vorhin gesagt, als du das zum ersten Mal gesehen hast. Was findest du denn da so niedlich? Erzähl so doch niedlich. Mal. Diese kleinen Insekten. Diese Animation ist ja wirklich bezaubernd. Ja. Es handelt sich um einen Animationsfilm aus Frankreich. Das heißt, wir haben nicht nur Animationen aus den USA von DreamWorks, Pixar oder Blue Sky, sondern auch in Europa gibt es vorzügliches, originelles und gutes. Und angefangen hat alles 2010 mit einer DVD, die im Heimkino hierzulande rauskam, nannte sich Minuskül, die Welt der kleinen Wiesenmonster. Minuskül heißt übrigens winzig und klein. Und damals wurde erzählt von, in so kleinen Episoden von 4 bis 6 Minuten Länge, wie kleine Wesen, Computerwesen in einem realen Wald da hausieren. Also das sind Käfer, das sind Maikäfer, das sind Ameisen, und die wollten damals Abenteuer erleben und erlebten die auch. Und das war so familienkompatibel. Man kann Kinder damit so erziehen, auch diese kleinen tierischen Wesen zu respektieren, zu achten. Dass daraus dann ein Spielfilm wurde, der kam 2013 ins Kino, die Winzlinge, Operation Zuckerdose. Und da waren die kleinen Monster auf der Erde dabei beim ulkigen Kampf um die Überreste eines Picknicks. Und weil das auch international inzwischen so fungierte, wurde jetzt ein zweiter Film gedreht, die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Also der Käfer von damals hat inzwischen einen kleinen Sohn, der landet im Kaufmannsladen, da landet er in der Verpackung, wird rübergeschickt mit den Dingen in der Verpackung, nämlich nach Guadeloupe in die Karibik. Und er muss nur aussehen, so ein kleiner europäischer Winzling muss nur sehen, wie er da in der Karibik klarkommt. Sein Vater ist allerdings schon hinter ihm her, um zu befreien. Das ist ulkig, das ist charmant, das ist liebenswert, das ist stimmungsvoll. Wenn diese kleinen, krabbelnden, fliegenden Akteure loslegen. Sie sprechen ja nicht, sondern sie haben so kommunikative Geräusche, die so witzig sind, so niedlich und niedlich sind. Aber ich muss dran denken, mal ernsthaft, in Bayern gibt es ja gerade die Initiative für Bienen, für Insekten. Man ja, lernt in Deutschland mittlerweile, dass man die Landwirtschaft vielleicht nicht so kaputt macht durch diese Pestizide, sondern dass man da vielleicht ein bisschen sorgfältiger damit umgeht. Und jetzt kommt dieser Film genau richtig. Also hier in Deutschland geht es um Bienen, und jetzt hier bei dem Film geht es um kleine Käfer. Das ist eine Humanvermittlung, das macht Spaß, besonders wertvoll. Hat die Medienstelle in Deutschland dem Film gegeben, ihn gibt es sogar in 3D. Das ist ein köstliches Familienfilmvergnügen. Geht rein mit euren Kindern, mit eurem Nachwuchs, der wird sich amüsieren wie Bolle. Und ihr werdet euch auch, ähnlich wie Carrie, auch bombig amüsieren. Das ist so liebevoll gemacht, dass ihr sagen müsst, 4 Pönis für die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Also ist heute auch ein Liebe-Dein-Insekt-Haustiertag. Ja, zum Beispiel. Insekten wären ja immer wichtiger, und wir sollten das nicht außer Acht lassen, dass wir möglicherweise sehr viel Schaden schon angerichtet haben, dass dies nicht mehr gibt. Die sind wichtig. Sag mal, Pöni, hast du ein Date eigentlich noch nach dem Podcast? Du rennst hier heute durch die Kinowoche. Ich muss runter. In einer Geschwindigkeit. Ja, ich habe Angst, dass du erstickst hier gegenüber. War ich bisher verständlich oder ja, muss ich alles wiederholen? Ja, du warst verständlich, aber sehr schnell. Ich muss runter, ne? Ja, so ein bisschen atme mal ein, atme mal aus. Gerade, warum, Carrie? Weil du so enthusiastisch bist, weil die so toll ist, die Kinowoche wahrscheinlich. Nee, ganz ehrlich. Du, ich war nach der Berlinale so, nach dem Wettbewerb der Berlinale so depressiv. Bis auf diesen einen Film, der auch den Jurypreis gewonnen hat aus Frankreich von François Ozon, wo es da um die Misshandlungen in der katholischen Kirche geht. Der Film kommt auch in Deutschland ins Kino. War so viel Durchschnitt und so viel fades Kino, dass ich richtig
alle war am letzten Sonntag, als das alles vorbei war. Und dann habe ich mir diese Woche betrachtet, hatte schon einiges gesehen, musste dann sofort einiges sehen. Und in dieser Woche, das werden wir gleich haben, haben wir bis auf einen Film nur gute Filme. Und ich möchte in meiner Euphorie, deshalb Entschuldigung, wenn ich zu schnell war, möchte in meiner Euphorie das alles sagen, was ich sagen möchte, alles runter aufbringen und bin dabei vielleicht zu hektisch, will ich mich ein bisschen dämpfen. Ja, solange du das Atmen nicht vergisst, ist ja alles gut. Aber diese Woche ist wirklich toll. Dazu beitragen tut auch ein Film, der da heißt Can You Ever Forgive Me? Hör mal, du kennst doch Melissa McCarthy. Natürlich. Das ist ja unser fundiges Mädchen. Die Suki aus Gilmore Girls. Aha. Auch wieder eine Serie, aber die Gilmore Girls sind, da ist sie aber her, ich kann da nichts dafür. Nein, ich freue mich ja, dass du da so Bescheid weißt, dann kannst du mich so wunderbar ergänzen, der sich mit der Serie nicht so auskennt. Ich kenne sie aus Filmen, Oscar nominiert wie Brautalarm, Taffe Mädels und neulich, das war ein bisschen verunglückt, als eines der Furien in dem neuen Ghostbuster-Film. Aber Ghostbusters ist ein gutes Stichwort, da soll ja jetzt die Fortsetzung kommen mit den Männern wieder. Ich bin gespannt. Ja, das war eine Film-News irgendwann die letzten Wochen. Ich habe mich sehr gefreut. Ein oder zwei sind doch nicht mehr. Eine auf jeden Fall. Can You Ever Forgive Me? Da ist sie plötzlich ganz anders auf unterwegs. Sie ist nämlich auch eine hervorragende Charakterschauspielerin, Melissa McCarthy. Sie mimt eine amerikanische Autorin, Lee Israel. Die war in den 90er Jahren populär durch einige Biografien, die sie geschrieben hat. War sie sogar in der Times-Bestsellerliste, aber irgendwann sprudelt das Einkommen nicht mehr, wenn das nicht mehr gefragt ist. Und sie hat Hunger und sie hat Wohnungsmiete, Rückstände, sie hat eine kranke Katze und weiß nicht so recht mehr, was sie machen soll. Dazu ist sie natürlich sehr mit Alkohol zugange. Und da kommt sie eines Tages auf die Idee, einen Brief, den ihr Catherine Hepburn mal geschrieben hat, in einem Antiquariat anzubieten. Und die hat ihr den geschrieben, weil? Weil die ein Gespräch geführt haben. Okay. Und daraufhin schrieb die Hepburn, dass ihr das gefallen hat. Und dieser Brief, den verkauft Lee Israel und merkt, da lässt sich Kohle machen. Da kommt sie auf ein tolles Geschäftsmodell. Das heißt, wenn die Nachfrage nach solchen, in Anführungsstrichen, Nachlässen so sind, wie sie sind, im Antiquariat oder von anderen Interessenten, dann kann ich doch vielleicht ein bisschen nachhelfen, diese Hinterlassenschaften hervorzubringen. Und sie fängt an zu fälschen. Heute ist das ja Fake News, sagt man heute dazu. Ihre Schwachstelle ist ein Freund von ihr, das ist ein schwuler, dandyhafter und sich ebenfalls immer nur am Existenzminimum befindender Freund, Trinkkumpel Jack, auch gespielt von Richard E. Grant, sensationell. Beide sind übrigens für einen Oscar nominiert, Melissa McCarthy und Richard E. Grant. Und aus den beiden wird so ein hinreißendes Antipaar mit Zweckfreundschaftsallüren. Das heißt, die sind ganz schön schräg, ganz schön wild. Aber es kommt Kohle rein. Ihr wird das gerne abgekauft, was sie da in Anführungsstrichen erfindet, wenn du so willst. Die Sterntagebücher von Hitler sozusagen jetzt in ganz, ganz anderer Variation. Hitler hat ja nichts mit zu tun. Aber eine Frage, die Frau gab's. Die Frau gab's. Die ist 2014 gestorben und sie ist berühmt geworden. Sie wurde auch vor Gericht gestellt. Und der Film hat so diese 90er-Jahre-Atmosphäre, diese Spinnert-Altmodische, diese atmosphärische intellektuellen Epoche in New York, diese verruchten Kneipen und diese düster anmutenden Antikläden und Bücherläden und natürlich, was ich so sehr schätze, die viel gebrauchte Benutzung der Mechanik einer Schreibmaschine. Damals war das ja noch so gange. Du hast auch noch eine, ne? Ich habe Gabriele 10 von Triumph 1977 gekauft für 321 D-Mark. Und die schreibt bei mir heute noch die Überweisung, weil ich ja kein Banking mache, sondern die ist fällig, wenn ich die Formulare schreibe, um das überweisen zu können. Heißt die Gabriele oder sowieso? Gabriele 10 von Triumph, kannst du nachsehen. Ist also eine, wie sagt man das? Ein Klassiker. Bezeichnung, also Maschinenbezeichnung. Gabriele 10 von Triumph ist ein Klassiker. Bei mir zu Hause kriegt er Gnadenbrot und wird immer dann benutzt, wenn die Banküberweisungen bei mir glaube ja, sind. Ich glaube ja, dass du prominente Briefe fälschst auf dieser Schreibmaschine und die verhökerst. So. Nee, ich bin da, diese Fantasie habe ich leider nicht. Die hatte aber, wie gesagt, diese Frau, Lee Israel. Melissa McCarthy, großartig als komische, tragikomische Charakterfigur. Richard E. Grant, sensationell, lebendig, berührend. Und dieses Kino ist ein Arthouse-Hit. Also dieses Kino Can You Ever Forgive Me ist diese Woche absolut zu empfehlen. Wer richtiges großes Schauspielerkino mag, tolle Akteure erleben will, wie sie sich charakterlich, seelisch austoben, auskotzen und wie man einen richtig guten, niveauvollen Film genießen kann. 4,5 Pönis für Can You Ever Forgive Me und möglicherweise, Carrie, wir werden ja am Ende drüber sprechen, über die Oscarverleihung, ist einer von beiden am nächsten Montag, in der Nacht zum Montag, auf dem Treppchen beim Oscar. Wollen wir nicht jetzt das schon einfügen? Ich finde, so in der Mitte mal eine kurze Oscar-Pause wäre doch nicht so schlecht. Genau, also wir haben hier, liebe Hörer, zwei Umschläge. Einmal mit Oscar-Tipps von Pöni und einmal mit meinen Oscar-Tipps. Für welche Kategorien? Bester Film,
Beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bester Regisseur haben wir auch immer? Nee, nein. Nur die drei. Nur die beste drei. Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bester Film. Okay. Und wir möchten euch gerne dazu einladen, mitzumachen. Ja. Bei den Oscar-Tipps. Nee, nicht schickt uns. Bei Instagram werde ich heute im Laufe des Tages ein Foto posten, wo ihr gerne eure Tipps drunter schreiben könnt. Und diese zwei Umschläge, ich weiß nicht, was Pöni getippt hat. Ich weiß nicht, was du getippt hast. Melissa McCarthy vielleicht? Das geht dich doch nicht. Also hör mal, Datenschutz. War netter Versuch, oder? Also hör mal. Nein, pass auf, ich bin sogar bereit, für den oder diejenige, die alle drei richtig hat, was zu spendieren. Vielleicht suche ich aus meiner, ich habe so viel DVD, eine Kiste mit so vielen interessanten Filmen, vielleicht schmeiße ich da ein bisschen was raus. Wer alle drei richtig tippt, kriegt auf jeden Fall den Pöni-Podcast-Sonderpreis. Und wenn es mehrere sind, dann gibt es eine Verlosung. Dann geht pleite. Ja, auf jeden Fall, diese zwei wichtigen Umschläge werden wir dann live im Podcast nächste Woche öffnen und diskutieren. Und solange gebe ich die jetzt Way, unser heutiger Redakteur, Produzent ist Mr. Way. Und Mr. Way übernimmt gerade die Umschläge in der Hoffnung, dass er sie inzwischen nicht öffnet. Und er darf dann bitte nächste Woche kommen und sagen, and the Oscar goes to. Okay. Mach ich. Gut. Okay. Also bei Instagram unter Pönis Kinowoche könnt ihr an diesem tollen Gewinnspiel teilnehmen. Na, ich bin mal gespannt. Und wer weiß, vielleicht bekommt ja Melissa McCarthy den Oscar. Wer weiß. Der nächste Film, den kennen wir im Grunde genommen. Wir kennen ihn als französischen Hit. Ziemlich beste Freunde. Gott, das ich war liebe ja damals. Dass das schon acht Jahre her ist. Acht Jahre, 2011 war das. Ziemlich beste Freunde. Ich erinnere mich noch, da kommt ein kleiner Verleih aus Cannes zurück und sagt: Hör mal, wir haben da einen Film, einen französischen Film, haben wir halt eingekauft, ziemlich beste Freunde. Der hatte in Frankreich noch keinen Start. Und schaut euch doch mal an, wir gucken uns den an und sind völlig verdattelt. Und inzwischen kommt die Nachricht, dass er in Frankreich lief, hat er dann über 20 Millionen Kinobesucher. Und als er in Deutschland anlief, hat er insgesamt über 9 Millionen Kinobesucher erreicht. Er kostete damals vom Budget her 9,5 Millionen Euro und hat inzwischen weltweit bis heute 321 Millionen Euro gemacht. Das ist kein Qualitätsstandard, aber der Film war nicht nur erfolgreich, sondern er war ja auch gut. Er war toll. Und was dieser Film auch erreicht hat, ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne Filmzitate in ihren Alltag einbauen. Mhm. Ich glaube, in den letzten 8 Jahren kenne ich Millionen Leute, die diese Zitate aus diesem Film eingebaut haben. Sag mal eins. Keine Arme, keine Schokolade, Nasenbluten auf Leinwand, ein Baum, der singt. Das ist ja die Variante groß. Der deutsche Filmtitel des Remakes, über den möchte ich aber auch nicht weiter sprechen, der heißt Mein Bester und ich. Wie heißt denn der Originaltitel? Der Originaltitel heißt The Upside, die Oberschicht. Aber Deutschland, Mein Bester und ich. Na gut, okay. Lassen wir das so stehen. Die Geschichte ist geblieben, nur der Ortswechsel. Jetzt ist nicht mehr Paris annonciert, sondern New York. Da ist so ein komfortables Penthouse an der Park Avenue. Da lebt dieser Milliardär Philip Lacasse. Bryan Cranston spielt den. Wir kennen Bryan Cranston, Breaking den kennen sogar ich. Als Anti-Held Walter White aus der TV-Kultserie Breaking Bad. Und der spielt nur die François-Cluzet-Rolle. Und der hat einen Unfall gehabt, ist vom Hals als abwärts gelähmt. Eine Sekretärin, seine rechte Hand, betreut ihn, pflegt ihn nicht, sondern betreut ihn. Nicole Kidman spielt die übrigens. Und dann taucht immer eben dieser afroamerikanische Pfleger auf. Der heißt Del Scott, wird gespielt vom Comedian Kevin Hart, der nun doch nicht die Oscar-Verleihung präsentiert, sondern die wird diesmal nicht von machen einer die das Person wirklich? Präsentiert. Ja. Wer ist denn da jetzt? Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Das sind, machen Promis. Ein ganz verteilt auf viele Schultern diesmal. Es nicht die Avengers. Es gibt verdammt. Carrie, zuhören. Es Sie wollten keine, die Avengers. Nochmal, damit wir für verständlich sind, damit du nicht auf meinen Text drauf sprichst. Es gibt keine Einzelmoderation, sondern es werden Promis diese Filme begleiten. Mal sehen, wie das ist. Du hättest dich bewerben sollen, Pöni. Das wäre doch mal witzig. Carrie, ich war doch neulich in Hollywood, hat meinen Oscar entgegengenommen, aber darüber gibt es dann in meinem privaten Blog Ende der Woche was. Wenn du auf Englisch die Oscars moderieren würdest, das wäre echt mal ein Highlight. Die Einschaltquoten würden alles sprengen, was es zu sprengen gibt. Ich glaube und auch. Ich hätte keine Zeit mehr für hier. Nein, Quatsch. Also los. Wir sind jetzt in New York und da kommt dieser afroamerikanische Pfleger, der holt ihn aus seiner Depression heraus, diesen reichen Mann. Der auch noch darunter leidet, dass es eben seine Frau damals auch getroffen war, die ist auch gestorben. Und aber dieser afroamerikanische Pfleger ist, und das ist an diesem Film so zu bemängeln, im Grunde kein Kleinkrimineller, wie es ja im Original ist, sondern er ist eigentlich ein Gutmütiger, der irgendwie zufällig auf die andere Seite
des Rechts gekommen ist, also kein gewöhnlicher Kleinkrimineller, sondern ein mehr versehentlicher. Der hat eine Ex-Frau, einen kleinen Sohn und er wird jetzt anständig, kann seiner Ex-Frau eine Wohnung schenken und seinem Sohn. Und dieser reiche Mann hier, dieser Philip Bryan Cranston, naja, der ist so ganz in der Tradition der milliardenschweren weißen Führungsmänner Amerikas. Und wohin die milliardenschweren weißen Milliardenmänner Amerikas uns hingeführt haben, das haben wir ja gerade im Weißen Haus. Das sehen wir ja jeden Tag. Das macht einen nur wütend und sauer und ekelerregend. Also, das ist ganz nett gemacht, bisschen ironisch gemacht, natürlich, aber hat nie den Charme, nie die Atmosphäre, nie die Nähe des Originals. Und es gibt einen tollen Sachverhalt. Oh, Sachverhalt ist so ein blödes Wort. Sag mir doch mal, helf mir doch mal. Ein Sachverhalt? Es gibt einen Moment. Ich will auf die Musik raus. Ja, einen tollen Moment. Wunderbar. Carrie. Es gibt einen tollen Moment. Hast recht. Am Ende. Am Ende gibt es einen tollen Moment. Da singt nämlich auf dem Soundtrack. Auf dem Soundtrack. Aretha Franklin. Nessun Dorma von Puccini. Nessun Dorma. Du hast das R-Rollen. Nessun Dorma. Dankeschön. Und das ist so ein Genuss. Das ist so schön. Leider ist es nicht auf dem Score drauf, sondern das ist nur im Film. Der Score ist nur orchestral. Nichtsdestotrotz, mein Bester und ich, was für ein Titel, Drei Pönis. Also ich frage, das ist für mich so ein typischer Nag-Nag-Nag-Film. Ne? Also was ist ein Nag-Nag-Nag-Nag-Film? Ist so ein, oh, ich weiß nicht, ob ich den brauche, Film, weil ich liebe ziemlich beste Freunde. Wirklich über alles, wie du ja auch. Natürlich. Und das ist immer so eine Entscheidung. Also wenn ich jetzt vor dem Kino stehen würde, wüsste ich nicht, ah, will ich da rein, dann will ich so anfangen zu quengeln. Aber genauso wurde er ja in Amerika eigentlich eingeschätzt und er war die Überraschung überhaupt. Die Amerikaner haben diesen Film gutiert, wie ein wildes Essen. Das aber heißt, haben die auch ziemlich beste Freunde gesehen? Das wahrscheinlich nicht, weil Amerikaner lieben keine untertitelten Sachen. Und er wurde in Amerika ja nur untertitelt gezeigt, hatte nur 1 Million Besucher damals. Aber jetzt, der hier wurde gotiert bis zum Abwinken. Das heißt, in Amerika ist das ein Riesenerfolg. Mal sehen, was hier passiert. Schauen wir mal. Das heißt, ich habe jetzt einen Auftrag. Ich werde jetzt paketeweise die Original-DVDs nach USA schicken. Dann können die sich alle das Original angucken. Willst du noch was auf die Nase? Ja, ich finde, man muss aber auch erwähnen, dass Frankreich tolle Filme macht. Also auch dieses Animations-Winzlinge ist ja auch Frankreich. Und ne? Das war damals der Umschwung. Bis dahin waren französische Filme ähnlich wie italienische, ähnlich wie spanische, ähnlich wie portugiesische Filme mehr oder weniger die Ausnahme. Seit Ziemlich beste Freunde so durchgestartet sind, haben wir immense viele französische Filme im hiesigen Kino. Demnächst kommt der Monsieur Claude 2. Mhm. Und die auch sehr erfolgreich sind. Sodass dieser Film damals Ziemlich beste Freunde nicht nur prächtig unterhalten hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass wir hier in Deutschland seitdem viel mehr französische Filme sehen können und dürfen. Und das finde ich toll. Aber da fällt mir ein, The Artist hat ja den Oscar gewonnen das Jahr nach The King's Speech. Da war ja erst England und dann Frankreich. Und ich habe mich mehr aufgeregt, dass Deutschland den wahrscheinlich nie holt, aber egal. Und The Artist war, glaube ich, war das vorher? Weißt du das zufällig? Ach, du stellst mir Fangfragen. Entschuldigung, ich weiß es auch nicht. Deswegen, das ist doch jetzt auch... Aber ich will dich fangen, Pöni. Du willst mich fangen. Mädchen, mach das doch außerhalb des Mikrofons. Ich wollte doch einfach nur sagen, da bist du mir zu schnell, da fange ich dich nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur feststellen, dass The Artist ja den Oscar gekriegt hat als französischer Film. Also, dass die Amerikaner auch tatsächlich den französischen Film schätzen. Also, jetzt das Remake da, wenn sie es ansehen sollen, Drei Pönis ist okay, aber es ist nicht die überragende Geschichte von Ziemlich beste Freunde. Okay, aber wenn ich jetzt als deutscher Kinobesucher, der das Original kennt, vom Kino stehe, reingehen? Ich will schon vergleichen und würde Spaß haben dabei, denke ich mir. Nicht den großen Spaß des Originals, aber... Ja. Allein wegen Bryan Cranston nutzt sich das. Bryan Cranston ist toll. Genau. Stimmt. Ja, Carrie, jetzt kommt der harte Schnitt. Berlinale wieder, ne? Naja, und nicht nur Berlinale, sondern jetzt kommt ein Film, über den kann man sich wirklich nur aufregen. Über den kann man wirklich nur sagen, das sage ich mit aller gebieterischen Höflichkeit, ist ein Scheißfilm. Scheißfilm. Ein richtiger Scheißfilm. Er heißt Der goldene Handschuh, ist eine einzige Schäbigkeit, obwohl ihn gedreht hat Fatih Akin. Der hat ja im vorigen Jahr den Golden Globe bekommen für Aus dem Nichts. Und der hat sich hier an die Adaption eines Romans von Heinz Strunk aus dem Jahr 2016 gewagt. Und dieser Heinz Strunk schrieb damals in dem Buch Der goldene Handschuh über den deutschen Serienmörder Fritz Honka. Warte mal, bevor du weitermachst. Fatih Akin, ist das so ein Regisseur, wo du sagst, die Filme guckst du generell? Also nur, dass die Zuhörer mal so ein bisschen eine Tendenz haben. Fatih Akin ist ein Filmemacher, der hat bisher immer wunderbar es geschafft, in den meisten Filmen die Birne zu bewegen. Also ein emotional
gefangen zu nehmen. Er erzählte oft von Außenseiter, von linkischen Leuten, von Kleinkriminellen, vom Milieu. Aber er machte das so durchdrungen, so geschickt, so, dass man sagen muss, oh, Fatih Akim, das ist eine Mussnummer. Hier hat er zum ersten Mal hat er sich verspekuliert und hat also einen Film gedreht. Also er hat da gegen die Wand gedreht und Soul Kitchen zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Aber hier hat er sich völlig verspekuliert. Er sagte als Grund Folgendes. Erstens, er erzählt diese Geschichte, weil sich diese Geschichte damals zugetragen hat in seiner Wohnnähe in Hamburg. Was ist denn das für eine Begründung? Und persönlicher Bezug vielleicht? Entschuldige mal bitte, wenn in meiner Nachbarschaft ein Massenmörder wohnt, dann muss ich, na gut. Die zweite Sache ist, er wollte unbedingt mal einen deutschen Horrorfilm machen. Ja, endlich. Ein deutscher Horrorfilm. Ich habe darauf so gewettet, Pöni. Gewettet? Ja, dass der gut wird. Naja, war schon immer deswegen schlecht. Bin ich gespannt, was du mir jetzt erzählst. Aber es ist ja kein Horrorfilm. Wenn es ein Horrorfilm wäre, es ist ein fürchterlich spekulatives, es ist ein hilfloses, es ist ein blutiges, unsäglich geschmackloses und nur widerliches, ich wiederhole mich leider gerne, Scheißhaus-Movie. Denn Scheißhaus ist das richtige Wort hier für dieses ganze Getue. Der Anfang, schon die erste Szene, wir haben so einen vermüllten Raum. Das ist so ein Mansardenzimmer in Hamburg-Altona. Da liegt eine Frauenleiche auf dem Boden auf einer riesigen, blutverschmierten Cellophanfolie. Die wurde offensichtlich misshandelt, die Frau ist also nun tot. Dann der schnaufende Kerl mit seiner Hackfresse, der sich um sie in Anführungsstrichen bemüht, schiebt sie etwas aus unserem Bild, holt eine Säge und fängt an zu sägen. Wir hören also, wie er sägt. Wir sollen jetzt in unserem Kopf also das nachvollziehen, dass er der Frau den Kopf absägt. Wo du gerade so anfängst, ich habe ihn ja nicht gesehen, den Film, ja? Es klingt so ein bisschen wie The House That Jack Built. Erinnerst du dich? Wo auch so dieses Zerstückeln Lars geht das so. Lars von Trier. Ja, aber geht das so in die Richtung? Nein. Da ist also. Nein. Lars von Trier ist dann doch der Künstler und hier ist nur der Schausteller am Werk. Okay. Und derweil läuft vom Plattenspieler aus Adamo, dieser belgische Sänger, mit seinem Hit Es geht eine Träne auf Reisen. Und dieser Song wird immer dann wiederholt, wenn er gerade dabei ist, eine Frau zu massakrieren und zu töten. Aber dieser Streifen läuft nur in dieser schmutzigen Bild- und Tonlage, mit dieser Schnulzenbeilage von Musik. Anders wird dieser Film nicht vermittelt. Wir erfahren ganz nebenbei mal, wenn sein Bruder kommt von diesem Fritz Honka, dass sie zu Hause in Leipzig mal 10 Kinder waren. Der Vater war im KZ, er war am Jugend-KZ. Also asoziales Milieu bis zum geht nicht mehr. Aber wer er wirklich ist, warum er so ist, wie er ist, keine Empathie, nur Schnapp-Du-Monster-Figuren. Er und seine Opfer und das ist es. Und die exzessive Gewalt geht einen wirklich auf den Geist. Nicht, weil sie provoziert, sondern sie langweilt in ihrer Ekelhaftigkeit. Wenn Frauen mit Kochlöffel und Bockwurst, Entschuldigung, penetriert werden, dann ist das nicht mehr im Bild. Das muss ich nicht haben, das muss ich nicht sehen. Oder wenn er in seinem Todsusanfall immer den Frauen den Kopf auf den Tisch schlägt. Wenn Vergewaltigung tatsächlich oder angedeutet vorgeführt werden, minutenlang zerstückelt wird. Der Film besteht nur aus dieser direkten Nähe und geht dann ab und zu in diese Kneipe, der goldene Handschuh, wo sich diese Milieutypen immer dieselben aufhalten. Haag Bohm ist dabei, was der da ist, weiß ich nicht. Und wo es einfach darum geht, sich richtig anzusaufen, um diese Drecksweiber, wie der Film signalisiert, und die Welt schön zu trinken. Und dann kommen immer noch diese Schnulzen aus der Musikbox. Junge kommen bald wieder, Freddy. Und das Ganze ist ein Gemisch. Das ist wirklich keine Angst, sondern das ist Dreck. Das ist eine ausdauernde Langeweile. Und dieser Junge, tut mir leid, Jonas Dessler, 96 in Remscheid geboren, dieser Schauspieler kotzt sich buchstäblich als Fritz Honka die Lunge aus der Fresse. Gibt wirklich alles, aber der arbeitet wie ein Beelzebub. Der ist fleißig, hat so eine Körperfurcht. Also die Maske haben sie ihm gut gemacht. Er hat so diese Gesichtsmaske, ist grauslich. Aber dass dann, wenn er so aussieht und wenn er sich so bewegt und wenn er so spricht, aber auch gar keiner auf die Idee kommt, dass das ein Irrer ist, den man vielleicht mal beobachten soll. Warum schleppt er da Frauen ab, die nie wieder auftauchen? Dann so. Was ist das? Das ist so, diese Larifari-Regie von Fatih Akin ist schlecht. Die Spielleitung von ihm ist apathisch. Er ist überfordert. Ich glaube auch nicht, dass er großes Interesse überhaupt an dem Film hat. Denn der Film löst, wie gesagt, keine Betroffenheit, sondern keine irre Provokation auf, sondern das ist Sparflamminteresse am Anfang und dann wirklich nur noch ekelhafte Langeweile. Das ist wirklich ein ganz, ganz fürchterlicher Film, den abzuraten Pflicht ist. Also einen halben Tüni habe ich gegeben für die Schlager. Das soll ein bisschen komisch sein. Ist vielleicht auch nicht mal komisch.
Aber an diesen Film kann ich also nur sagen, nee, ist das widerlich. Dabei hatte er ja im Vorfeld gesagt, dass es ihm am Herzen lag, einen deutschen Horrorfilm zu drehen. Ne? Also ist nicht so, glaube ich, dass der Film ihn nicht interessiert. Carrie, ich glaube, er denkt, er hat was ganz Tolles gemacht. Nein, du darfst nicht vergessen, das ist das Marketing, was ihm sagt, was er sagen soll. Der wird natürlich, das ist ein kluger Junge, das ist ein kluger Bursche, das ist ein filmischer Outlaw. Das ist einer von den Cowboys in der deutschen Filmbranche, die ich außerordentlich schätze. Der wird natürlich genau wissen, was er für einen Scheißdreck gedreht hat. Darf das und kann das natürlich nie und nimmer sagen. Muss seinen Film natürlich verteidigen. Und da kommen so eine Sprüche raus. Carrie, ich glaube kein Wort, denn das ist ein kluger Mann, der weiß genau, was er hier falsch gemacht hat, indem er den Film überhaupt angenommen hat. Das ist nicht sein Genre, das ist nicht sein Gebiet. Er kann es nicht oder er will es nicht und er hat es nicht gebracht. Basta. Aber was mich jetzt interessiert ist, du sagst, dass es geht nicht um die Analyse eines Psychogramm eines Serienmörders, sondern es geht dann um was? Es geht wirklich nur... Schaustellen. Also, nur das Ekel, war's. Ja, ekelhafte Sachen zur Schau zu stellen. Wie Menschen gepeinigt, gedemütigt, geschlachtet werden. Das ist es. Mehr ist es nicht. Also ich mache mir jetzt um zwei Dinge wirklich Sorgen. Erstens, ich habe auch mal in Hamburg-Altona gelebt. Ich hatte mit den Jungs vom FC St. Pauli eine WG. Muss ich jetzt auch so einen Film machen? Das überlege ich mir jetzt ernsthaft. Harry, und zweitens, ich glaube aber, dass die deutschen Filmunis diesen Film wieder hoch und runter analysieren werden. So wie Panzerkreuzer Potemkin. Also das klingt wieder so... Glaube ich nicht. Ich glaube, der verschwindet schnell in der Versenkung, weil man sich, glaube ich, ziemlich schämt. Hast du mal was gehört, wie der bei der Berlinale so abgeschnitten hat? Ich habe mir die Filmspiegel öfter angesehen in den Zeitungen. 80% waren Verrisse und 20%, die haben darin künstliche Ambitionen gesehen. Und das kann ja jeder sehen, wie künstlich er will. Oder künstlerische? Künstlerische, okay. Ambitionen, du hast recht, ja. Und das kann ja jeder sehen, wie er will. Das kommentieren natürlich auch nicht, Kollegen, das geht's nicht. Künstlich herbeigeführte Ambitionen könnten das ja auch sein. Tja. Kommen wir aber jetzt zu einem Film, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Der Film der Woche. Kling, kling, kling. Ich bringe mal eine Glocke mit nächstes Mal. Ja, ich habe gerade kling, kling, kling gemacht für dich. Hast du es nicht gehört? Kling, 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 kling. Eigentlich brauche ich mir doch so einen Trommelwirbel. Genau. Ja. Der lief zur Berlinale im Wettbewerb außer Konkurrenz. Warum? Weil er schon an vielen anderen Stellen der Welt gezeigt, präsentiert wurde. Und die Berlinale darf ja nur Erstaufführungen hin. Aber die Berlinale hat ja kaum was aus Hollywood. Also hat man diesen Film ins Programm genommen, der eine Woche später ins Normalkino kommt, damit wenigstens ein paar Hollywood-Stars über den roten Teppich laufen. Das war abzusehen. Aber es hat sich gelohnt, für den Film Publicity zu machen, denn er ist gut. Er heißt Wise, der zweite Mann. Der Regisseur heißt Adam McKay. Der hat 2015 es geschafft, mit The Big Short einen Film zu drehen, der dieses Finanzgebaren von Ende 2008, 2007, 2008 mal auflistete, aber gleichzeitig daraus eine spannende Story machte. Das heißt, du kannst ja als Reicher nicht nur zu sagen, das ist alles Mist, da gibt es die Reichen und da gibt es die Armen, sondern du musst das ja in einem Kontext bringen, wie die Reichen hantieren. Das hat er damals so großartig gemacht, so hochpolitisch, dass er jetzt diesen Film gemacht hat, der auf der gleichen Ebene ist. Das heißt, gerade erst geschehene Politik, ist ja nicht lange her, umzusetzen in einem starken, unterhaltsamen Kinospielfilm. Und das ist ja eine Herausforderung. Und tatsächlich aus den USA kommt dieser Film, Wise, der zweite Mann, der handelt nämlich von einem Menschen, den kennen wir nur von den Bildern so als graue Maus, so als Mann aus dem Hintergrund. War uns gar nicht bewusst, dass der die Geschicke der Welt geleitet hat? Ja, gelenkt nicht. Hat. Gelenkt hat, mitgelenkt hat. Der heißt Dick Cheney. Dick Cheney ist heute 78 und der war von 2001 bis 2009 der republikanische Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika und hatte die vergiftete Politik von George Bush Jr. maßgeblich mitgestaltet. Warum? Weil Cheney ist ein Typ, der mal ganz am Anfang, als der Film losgeht, Anfang 63 heruntergekommen ist, abgewirtschaftet und im Knast war, also ähnlich wie Bush Junior, alkoholisiert. Und der hat eine starke Frau, die ihm damals gesagt hat, hör mal, gelbe Karte, entweder du reißt dich jetzt zusammen, du hast endlich Eier in der Hose oder ich, Frau, bin weg. Wenn du aber willst, dass ich hier bleibe, ich liebe dich doch, dann benimm dich gefällig, reiß dich zusammen und folge meinen Ratschlägen. Und er folgt ihren Ratschlägen. Richtig so? Ja, wirklich. Männer brauchen klare Ansagen. So. Ja, die habe ich von dir bisher noch nie bekommen. Deswegen bist du auch kein Vizepräsident. Genau. Ich bin aber dann Pünni-Pünni-Podcast-Präsident. Quatsch. Also, und dann geht die Geschichte los. Er geht zufällig zu den Republikanern. Er hätte auch Demokrat wählen können, aber da ist eben ein Typ, das ist der spätere Verteidigungsminister.
Donald Rumsfeld, der zieht ihn in die Republikanische Partei, weil er merkt, mit diesem Jungen, da kann man arbeiten. Der lässt sich manipulieren, der lässt sich beeinflussen, der lässt sich von den Lobbyisten was sagen. Den nehmen wir mit ins politische Boot. Und so wird dieser Cheney nach und nach hinter den Kulissen ein ganz hundsgemeiner, aber kaum bemerkter Strippenzieher der Macht. Weil Bush Junior ihm damals gesagt hat, ja, du Vizepräsident ist ja normalerweise nur ein Amt zum Repräsentieren. Und Cheney hat gesagt, nee, repräsentieren ist mir zu wenig. Ja, dann mach doch das noch, mach doch Militär, mach doch noch das noch, mach doch noch Familie, mach doch das noch, mach doch Finanzen. Bush Junior ist mit allem einverstanden, weil Bush Junior ist ein bisschen dumm und dämlich und wird herrlich gespielt übrigens von Sam Rockwell. Sam Rockwell, super, welcher ja. Film, unser Lieblingsfilm? Na, Three Billboards und wie es heißt, der Weiterpöni? Outside Ebbing. Ja, ja. Also diese Mixtur, auf der einen Seite den Weg dieses Mannes zu beschreiben, auf der anderen Seite entertainmäßig unterwegs zu sein. Also unterhaltsam, pikant, stimmungsvoll, ironisch, schwarzkomisch, gemein, hinterfötzig. Das macht diesen Film aus. Der Regisseur sagte bei der Berlinale, als ich bei der Pressekonferenz war, Dick Cheney hat alles getan, um so langweilig und bürokratisch zu wirken, dass keiner hier einen Film über ihn machen kann. Und dann lachte der Regisseur, der Adam McKay, und sagte, wir haben es trotzdem getan. Und wenn ich den Film jetzt gesehen habe, weiß ich warum, weil das hat sich gelohnt, mal auf so einen Typen hinzuweisen. Und du sagst dir am Ende, verdammte Scheiße, so eine graue Maus, so eine in Anführungsstrichen Nadelstreifen Null hat die Geschicke der Welt maßgeblich beeinflusst. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und was da alles auf seine Kappe ging. Natürlich, die Bomben auf Bagdad, die Folterszene aus Guantanamo, 500.000 zivile Opfer des Irakkrieges. Also es war so viel, was er ausgelöst hat, dieser Einzelne. Aber es hätte ja alles nicht funktionieren können, wenn wir keinen adäquaten Schauspieler hätten für diesen Dick Cheney. Und wir haben einen. Wir haben einen großartigen, den 45-jährigen Christian Bale. Nun können wir, der hat übrigens neulich einen Goldenen Globe gekriegt als bester Hauptdarsteller. Vielleicht Drama, auch oder? Im Drama? Weil ich glaube, Rami Malek hat das in der Komödie. Ja. Richtig? Sehr gut. Ha, aufgepasst. Dieser Christian Bale hat sich viele Kilos angefressen. Der musste ja nur in diese Masse Cheney herein. Bis zur eigenen Unkenntlichkeit mit schütterem Haar und genialer Maske. Also der hat gefressen, gemacht, getan, 20 Kilo zugenommen, um dies direkt spielen zu können. Und das macht er so erregend, aufregend, hinterfötzig, klug, bauernschlau. Das ist sagenhaft überzeugend, sodass dieser Film in seiner wirklichen Mischung eine einzige Warnung ist, nämlich vor geistiger Trägheit, vor eurer geistiger Trägheit, die solche simplen Führer zulassen auf der Welt und entsetzlich bestimmen lassen. Und wir, ob wir jetzt in Deutschland sind, Amerika oder wo auf der Welt, sollten aufpassen, dass nicht so eine Null-Leute, diese hochgefährlichen Leute, diese verklemmten Leute, diese von angeheizten Leute, unser Leben bestimmen und unsere Welt bestimmen. Denn der ist für entsetzlich viele Tote und Gemeinheiten zuständig, dieser Dick Cheney. Ein Manipulator allerschlimmster Qualität. Wie viel Pönis? 4,5 Pönis für Weiß, der zweite Mann, weil das ist ein Film, den muss man sehen. Also den sollte man sehen, um mitreden zu können. Und alleine um dieses Ensemble zu sehen, Amy Adams, Oscar nominiert als Ehefrau, fantastisch. Steve Carell, fantastisch als Rumsfeld. Sam Rockwell, großartig als Bush Junior. Also das ist ein Film, der hat mich begeistert, der hat viele, viele Nahrung gegeben für viele, viele Tage danach. Bevor wir jetzt weiter nochmal auf diesen Film eingehen, wir sind da gerade so drüber gehastet. Rami Malek hat den Golden Globe bekommen für Drama und der Film wurde ja als Komödie. Also hier, Christian Bale hat ja für den als bester Komödienhauptdarsteller. Ja. Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, dass der Film unterhält, dass der witzig ist, weil Big Short hast du erwähnt. Bin ich ganz ehrlich, ich fand den nicht unterhaltsam, ich fand den sehr träge, aber den, da habe ich richtig gelacht, obwohl es nicht zum Lachen ist. Genau. Und ich finde, das sollten wir nochmal rausstellen, dass man... Entertainment funktioniert mit hochkarätiger, gesellschaftskritischer, satirischer, überspitzter und gleichzeitig aber auch kluger Politik. Ja, toller Film. So traurig es ist so traurig lustig, ne? Es ist ganz komisch, man sitzt da drin und muss lachen und ja... So, damit Christian haben Bale? Wir die Kino, sechs Kinofilme durch. Christian Bale für dich Oscar-Favorit? Absolut. Christian Bale ist einer der Favoriten, aber es gibt, er ist ja im Ensemble, ich habe hier die Liste gerade. Wer ist denn noch hier im Ensemble bei besten Hauptdarstellern? Rami Malek. Bradley Cooper, Stars Born, Willem Dafoe, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen, Green Book, eine besondere Freundschaft. Das wäre für mich auch ein guter Weg, aber wir werden sehen, was am Montagnacht die Jury entscheidet. Ich meine, das ist ja spannend. Mich interessiert bei so Filmen wirklich immer,
wenn Dick Cheney diesen Film sieht, was denkt er? Was denkt er, wenn er sich so sieht? Das ist immer das, was ich mich frage. Das kann ich dir sagen. Der Film erzählt das in der allerletzten Szene. Da guckt er uns in die Kamera, Christian Bale als Dick Cheney, und sagt, und das sind authentische Worte, es war mir eine Ehre, Ihnen zu dienen. Ich tat, was Sie wollten. Damit meint er das amerikanische Volk. Das amerikanische Volk wollte nach dem 11. September 2001 unbedingt Schuldige haben. Und er hat ihnen die Schuldigen geliefert, dass dabei Millionen von Leute kaputt gehen, dass Regionen zerstört werden. Das interessiert nicht. Hauptsache, das amerikanische Volk ist befriedigt in seinem Rachedurst. Das kommt zum Schluss raus. Und dann gibt es noch eine Pointe ganz zum Schluss, die ich aber nicht auserzählen werde, sondern nur anreißen werde. Denn wir haben hier bei dem Film Weiss, der zweite Mann, einen Erzähler im Off, der diesen Film begleitet. Und am Schluss gibt es eine unglaublich makabre Pointe. Höchst toll. Aber die darf man jetzt nicht verraten. 4,5 Pönis, Weiss, der zweite Mann. Wenn es einen Film über dich gäbe, Pöni, wer sollte dich spielen? Woody Allen, kein anderer. Woody Allen? Natürlich. Ja, Woody Allen. Na sicher, Woody Allen. Das ist der Mann unserer Generation. Der hat über 100.000 Jahre jedes Jahr einen Film gedreht. Davon waren 99% kreativ, interessant, spannend, unterhaltsam, lustig. Der hat unsere Neurosen, unsere Wehwehchen abbehandelt und unsere Liebesarien. Und dann hat er Spannung geliefert. Also wenn es ein Genie auf dieser Welt gibt, dann Woody Allen. Wer soll den Film machen und wer soll dich spielen? Auch er. Er ist ein bisschen alt. Nicht? Aber gut, man kann ihn ja... Nein, jünger schminken. Ja. Den Film wird es nicht geben. Gut, haben wir es? Ja, nächste Woche die Oscars, ich freue mich. Ja. Wirst du sie gucken nachts? Na klar, natürlich. Das sehe ich mir immer gerne, aber ich stehe nicht mehr so früh auf wie früher. Also 2 Uhr ist nicht drin, ab 4 Uhr sowieso werde ich aufstehen. Sie wollen es auf 3 Stunden übrigens beschränken, also 2 Uhr geht's los, 5 Uhr wird Schluss sein. Ich werde so kurz nach 4 mal dann reinschalten. Gut. Ich bin gespannt. Ich habe noch eine Empfehlung fürs Heimkino, Carrie. Die muss sein, der kommt jetzt im Heimkino raus. Der war am 23. August vorigen Jahres für mich der riesengroße Hit im Kino. Ein deutscher Film. Gundermann. Gerhard Rüdiger Gundermann, ich bin Wessi, ich kannte ihn nicht. Der war Liedermacher, Rockmusiker, eifriger Baggerfahrer, Vater, Freigeist in der DDR. Im Inneren, in seiner Seele war er verhuscht und eigenwillig. Der war ein Denker, trat linkisch auf und er war auch ein IM, Stasi-Spitzel von 76 bis 84. Und über diesen Chaoten gab es einen Film von Andreas Dresen, den hat er so wunderbar hingekriegt. Es ist über einen Poeten, einen Clown, einen Idealisten, der träumt und hofft und liebt und macht und tut. Und Alexander Scheer spielt die Hauptrolle. Das ist ein Berliner, der in diese Figur Gundermann so überzeugend, impulsiv reinrotzt, auch die Lieder von dem singt, eine Körperlichkeit ausstrahlt, eine seelische Komponente ins Spiel bringt, dass es wirklich großartig ist. Diesen Film, diesen deutschen Film muss man sehen, übrigens auch mit Axel Prahl als so stinkigen Stasi-Pups. Also Gundermann mit Alexander Scheer empfehle ich, kommt jetzt im Heimkino heraus auf DVD, Blu-ray und kann ich nur dringend empfehlen, bekam damals 4,5 Pönis und diese Empfehlung gilt ganz, ganz dringend fürs Heimkino. So, ich habe jetzt alles abgearbeitet. Ich glaube, ich auch. Dann sagen wir eine schöne Woche, nächste Woche Oscars und Folge und wir freuen uns. Und freuen uns, wenn Sie einschalten bei And the Oscar Goes To. Tschüss. Pönis Kinowoche, der Podcast. Jede Woche neu auf Spotify und iTunes.